So Leute, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur und das wohl auch zurück im Geschäft, wenn auch, naja wohl eher, dem Reload zu Dank. Ohne den hätte ich mich heute nämlich nicht zu Wort meldet, da ich aus den zwei, die ich hatte, aber ohnehin 22 oder gar fast 23 zaubern konnte, melde ich mich ja dann doch zu Wort, wenn auch, naja, zu was recht kostenspieligen, gesagt, ist nämlich ein Besuch aller Money Train Iterationen. Losgelegt wird da beim Original, wobei ich mir auch hier ein paar maximale Spins leisten werde. Vorher kaufen wir uns dann aber doch so manchen Bonus, eben die für den Maximalpreis von 4000 Euro. Mehr geht gemäß Relax Limits nicht, wobei das allein gar nicht so wichtig ist, was zählt. Sind dann doch, naja, die 1000 Euro Spins und das nicht nur bei Money Train, sondern auch bei Money Train 2. Ich meine, da bräuchte ich in gewisser Art und Weise ja auch einen Bonus, im besten Falle dann noch einen mit Collectern. Sonst gilt dasselbe Spiel, aber auch fürs Original. Für einen relevanten Hit brauche ich 80x oder anders gesagt viele Multis. Im besten Falle auch ein paar Expands und bei Möglichkeit irgendeinen Persistent. Meines Wissensstands nach gibt es beim Original aber eh nur zwei unterschiedliche. Eben den Persistent Collector und den Persistent Payer. Recht wäre einen wahrscheinlich der Collect, mindestens bei einem halbwegs relevanten Brett. Mit einem solchen könnte man da ja recht leicht 200, 300, 400x bekommen. Von den theoretischen 20.000 müssen wir aber nicht sprechen. Ich meine, davon sind wir Welten entfernt. Da komme ich in dem Leben auch nicht dran. Ich möchte hier nicht mal wissen, wie unwahrscheinlich das ist. Leider Gottes gibt's bei Relax aber keine genaue Chancenverteilung. Man sieht im Client-Panel hier sowieso nur den Durchschnittsbonus oder den Durchschnittspayout, an dem kann man sich vielleicht irgendwie den Gewinn approximieren. Einen Max bekommt man da aber sicher nicht. Ich glaube, das kann man vergleichen mit Lotto oder gar mit dem Euro-Millionen-Jackpot. Nur, dass ich Letztgenanntes dann doch lieber hätte. Mindestens, wenn man die Gewinne miteinander vergleichen. Hier könnte ich eine Million gewinnen und bei Euro-Millionen bis zu 110. Allein das ist aber nicht wichtig. Ich meine, der EV ist im Casino besser. Lotto ist ja nicht umsonst als Deppensteuer bekannt. Da hat der Staat ja eine Auszahlquote von um die 60%. Als andere landet in der Steuerkasse. Wobei es bei dem Boni auch nicht besser aussieht. Und ich wahrscheinlich auch nicht um eine Neueinzahlung herumkomme. Allzu viele Spins kann ich mir ja nicht leisten. Deswegen werde ich mir zu Beginn auch keine für 1000, sondern eben ein paar für 500 holen. Falls ich mir einen Bonuser spin, ist es ein bisschen Puffer und sonst zahl mal von Money Train 2 halt ein bisschen was nach. Vorher spinne ich aber nette 20.500 und dann wahrscheinlich um die 10.000 Euro Spins durch. Wünschen täte ich mir einen Bonus, brauchen täte ich drei Scatter. Im Falle könnte auf dem 500er richtig viel zahlen, wobei selbst reguläre Verbindungen recht gut wären. Ich meine, das sind 10.000 Euro pro Fullline oder wahrscheinlich um die 200.000 Euro für ein volles Brett. Wie viel Linien der Slot hat, weiß ich ja nicht. Ich meine, es kann auch sein, dass es da nicht 20, sondern 50 gibt. Das ist ehrlich gesagt aber nicht so wichtig, da ich jetzt eh nur noch 5 oder 6 500 Euro Spins durchdrücke und mir dann auf einen 1000er schnell einen Bonus hole. Oder ein Vollbrett auf ein Top-Symbol.
beziehungsweise mindestens mal einen Bonus Spade. Den könnte ich ja verhältnismäßig gleich kriegen. Allein mit denen geben wir uns aber nicht zufrieden. Ich hole mal jetzt einen Bonus. Und das eben in den 16 Spins, die ich mir leisten kann. Danach sind wir ja Bruch. Mindestens mit dem Guthaben, das ich drauf habe, oder bös gesagt mit dem Bonus, der dann doch wenig in die eigene Tasche eingespielt hat. Ich zahle vom Money Train 2 aber eh mal ein bisschen was nach. Vielleicht splitte ich die Einzahlung aber auch auf die unterschiedlichen Slots. Ich meine, diese 1000 Echo Spins fressen einen halt doch recht schnell. Und so ist ein mittelmäßiger BMW dann auch schnell weg. Das Rumpelstilzchen lässt sich aber nicht sehen. Ich hatte in allen Spins ja nicht mal zwei Scatter. Ich glaube, das Beste war eben das alleinige Scatter. Und dann hat man den 8-Exit auf dem Top-Symbol. Den Stahl kannst du sehen, also mal vergessen. Ich habe gar kein Cashback. Bin die 20, die wir oben hatten, dann auch los. Und werde dank dessen kurz via Exodus oder via meinem Ledger nachzahlen. Viel anders bleibt mir ja auch nicht übrig. Gebt mir also kurz ein paar Minuten Zeit. Ich bin gleich ja wieder da. Naja, Freunde, da sind wir dann auch schon wieder. Und das eben mit 28.000 Euro. Mehr hatte ich in meiner Exodus Wallet nicht rumliegen, wobei ich jetzt sowieso mit USDT und nicht mit BTC spiele. Ich habe hier, bös gesagt, aber eh nur ein Overlay und so wichtig ist es an sich nicht, da ich das gleiche machen werde. Ich kaufe mal vorab ein paar Boni und das eben welche für 2.000 Euro. Größere kann man sich nicht kaufen, da der Maximalgewinn bei 50.000 X liegt. Danach probieren wir dann aber es Äquivalente. Ich gebe mir dann nämlich ein paar 1000 Euro Spins und naja, mit denen bräuchte ich dann auch fast schon einen Bonus. Sonst muss ich nämlich schnell zur Bank. Meine Ledger habe ich nämlich nicht da und ohne dem werde ich nicht einzahlen. Oder bös gesagt, kann ich auch nicht einzahlen, da ich sonst keine Krypto-Assets zur Hand habe. Deswegen hoffe ich umso mehr mal auf ein gutes Resultat. Im Falle auch da mal auf einen guten Bonus. 5000 X wären ja auch so schon 100.000 Euro. Die ersparen mir im Falle ja die Reise zum Bankschließfach und sonst zählen aber eh die Spins. Ich meine, das Wichtigste wäre ein Bonus. Solide wäre theoretisch gesehen auch schon das 2-Scatter-Feature, mindestens wenn die Verbindung dann ein wenig mitspielt. Sonst ist es aber eh nur die Neuauflage des Originals, wobei sich die kaum unterscheiden. Es gibt hier eh nur ein paar extra Drops. Es gibt dann noch einen Persistent Payer Collector und einen Persistent Necromancer außerhalb der. Gibt's aber nichts. Ich meine, die Shapeshifter haben die erst in der dritten Version hinzugefügt. So wirklich relevant sind die ersten paar Boni also nicht. Mindestens nicht ohne Collect. Mit dem oder einem vollen Brett wären wir ja auch schon dabei. Ich meine, ein Fullscreen zahlt 500x. Das wären auf dem Einsatz, also auch mal 10,
Und sonst müssen uns eh die Spins richten. Oder das volle Brett. Gib mir den letzten Drop. Der kommt aber eh sicher nicht. Typisch. Ist ein schlechter Bonus. Mindestens für ein Persistent und Spread. Bevor wir uns einen Spins versuchen, gebe ich mir aber noch einen zweiten. Trotzdem holen wir uns dann einen auf den Tausender und dann ziehe ich mir bei Möglichkeit die 50, mit denen ich theoretisch gestartet hätte, raus und schaue, ob ich mit dem übergebliebenen Guthaben bald komme. Falls nicht, gibt's die Reise zur Bank. Oder ein Maxwin. Wobei mich die Chancen auch da interessieren würden. Ich glaube nämlich doch, dass das unwahrscheinlicher als eben bei Muertos oder so manch anderer Publikation ist. Approximieren würde ich eine Maximalgewinn also auf 1 zu 60 Millionen. Da kann ich aber auch falsch liegen. Vielleicht liegt er bei 1 zu 10 Millionen, vielleicht bei 1 zu 5. Ich meine, die Money Train Slots sind prinzipiell ja recht volatil. Aber 50.000 X muss man erstmal gewinnen. Ich meine, ich zahle 80x für den Bonus. Oder vielleicht auch 100x. Aber trotzdem. Ich meine, den Einsatz für 500-facht man jetzt nicht so leicht. Da haben wir eine Randwahrscheinlichkeit und das eine brutale. Aber schau. Ich habe 29 und mit denen probieren wir uns jetzt an 10, 500 und dann an ein paar 1000 Euro Spends. Entweder rein in den Bonus oder runter auf 0. Dann tritt ich nämlich schnell die Reise zur Bank an und ziehe mir meinen Ledger raus. Der ist nämlich nicht bei mir daheim. Wobei das bei dem Volumen, was drauf ist, eigentlich klar ist. Da geht's um die Sicherheit. Vielleicht langsam auch mal um den Gewinn. Die haben die Scatter da einfach rausgepatcht. Eine Frechheit. Bekommen 40 Spins, ja nicht mal im Bait. Ja, ich meine, die Spins waren es jetzt mal nicht. So kann es aber auch laufen. Ich meine, dass die Glückssträhne früher oder später abreißt, war klar. Ein, zwei Verbindungen hätten sich aber auch da sehen lassen können. Das wäre jetzt nicht so viel gewesen. Sind dann aber 28. Mit denen wir uns noch einen Bonus erspinnen und sonst lasse ich mal vielleicht um die 10 drauf. Mit den 10 probiere ich mich an Dice und dann schauen wir, ob ich den Besuch bei der Bank doch irgendwie abwenden kann.
Ein Bonus wird's ja garantieren. Ja. Vielleicht hätte ich nach den Hit wechseln sollen. Irgendwie hätte ich mir aber doch gerne einen Bonus Suspend. Einfach einen. Aber ja. Was nicht ist, muss nicht sein. Ich hole mal kurz meinen Ledger und bin dann in 10 Minuten wieder da. Wobei ich vielleicht sagen soll, dass das Ganze eher auf meinem Mini-Ledger, beziehungsweise besser gesagt auf Binance geht. Dort hatte ich ja noch um die 40.000 Euro in USDT rumlegen. Und genau, mit denen machen wir weiter. So wirklich Lust und Laune für einen Besuch bei der Bank habe ich jetzt nämlich nicht. Deswegen hoffe ich, dass das Guthaben ausreicht und sonst muss es halt wirklich der Besuch werden. Aber sei es drum, schau. Ich kaufe mir jetzt 2-3 Mini-Features. Bei denen wünsche ich mir einen Persistent. Und im Falle eben mehr als die 100x, die ich für den Spaß bezahlt habe. Bekommen könnte ich die mit Tommy Guns, Retriggern und viele anderen. Und sonst ist halt Daumen drücken angezeigt. Ich meine, so viele Fehltritte können wir uns nicht leisten. Mehr als 2 oder 3 reguläre Features möchte ich mir auch nicht kaufen, da eigentlich ja auch ein maximaler Persistent Bonus auf dem Zettel stünd. Irgendwie möchte ich das, was ich die letzten Tage gewonnen habe, aber nicht wieder gleich verlieren. Das wäre komplett unnötig. Deswegen holen wir uns auf den Binance Guthaben einen Gewinn. Und hoffentlich nicht nur Persistent Baits. Die Sniper wenn neben dem Collector Payer ja am besten. Sonst bräuchte ich 100x für den Breakeven und 250x für einen Max Bonus. Kostet hätte 25. Den kann man sich theoretisch gesehen auch kaufen. Da muss jetzt aber mal Glück her. Komm. Einmal mehr als 50x. Es sind halt echt permanent die Baits. Wobei ein Collector Payer prinzipiell richtig gut ist. Ist halt nur schade, dass der anders als beim Original funktioniert. Der zieht sich da ja nur ein paar ran. Und haut im selben Zug dann auch nur ein paar Multis raus. Mit einem Retrigger. Oder einem guten Collect. Ist es aber eh nicht mal so schlecht. Das sollten 300-400x sein. Und das sind sie. Stark. Also ich habe genug für den Persistent Bonus. Ich habe auch 34 mal zurück. Und die verausgaben wir noch in einem Mini-Bonus und dann in 1-2 Max Boni. Post der wechsle ich dann über zur letzten Veröffentlichung. Oder anders gesagt, zur Star Wars Ablage der Money Train Serie. Vorher kommt jetzt aber noch eine Sniper. Also die wäre mal recht. Sonst
wäre mir als andere auch recht recht. Ich meine, am unrechtesten wäre mir der Payer oder der Collector. Gut wäre der Shapeshifter oder eben der Collector-Payer beziehungsweise die Sniper. Den Necromancer würde ich auch nehmen. Da bin ich mir aber nicht mal sicher, ob man den bei einem normalen Bonus bekommen kann. Mindestens nicht als Start Persistent. Ja, da gibt's Besseres. Aber sei es drum. Ich kaufe mal einen Superbonus. Oder da man Collector hatten, vielleicht auch zwei. Und dann wechsle ich zu Money Train 4. Wird ein 100x-Feature. Ich bräuchte halt 500x für den Break-Even. Ohne Collect läuft da nichts. Vielleicht ist Orange ja the new black. Mit dem Collect kannst du es aber eh immer abschreiben. Das ist halt mit Abstand das schlechteste Setup. Kann ich da Turbo Spins aktivieren? Nachdem ist ja eh nichts mehr über. Wobei, vielleicht geht's. Mindestens sofern der Collector Payer uns das Guthaben vom Collector geholt hat. Ist jetzt nicht so mein Tag. Bevor ich das Guthaben, das da noch drauf ist, verliere, trage ich das aber einfach über zu Money Train 4. Ich zahle, währenddem ich das mache, aber auch noch ein bisschen was ein, dass wir einfach ein halbwegs relevantes Guthaben zur Verfügung haben. Naja, mehr als die 20.000 Euro, die mir zur Verfügung stehen, werden es wohl nicht. Ich kann und muss jetzt nämlich nicht mehr nachzahlen. Ich habe offen gesagt auch gar keine Lust, noch mehr zu verzocken, und mehr als die 20 konnte ich bei Dreamcatcher draus auch nicht zaubern. Deswegen schauen wir einfach, ob Money Train vielleicht ja gütig ist. Kaufen werde ich mir 2-3 reguläre Boni und dann je nach Möglichkeit einen maximalen Superbonus oder eben den Superbonus, der sich rechnerisch gesehen ausgeht. Es könnte einer für 10 sein, es könnte im selben Zug aber auch ein teurerer sein. Wobei wir hier eh einen ganz guten Start haben.
Ich brauche 100x für einen Break-Even. Die sollten sich eigentlich ausgehen. Mindestens mit einem extra Unlock oder einem gut platzierten Collector. Ja, ich meine, so interessant ist die Money Train Serie auch nicht. Wir haben dann aber doch einen 25.000 Euro Bonus. Gib mir irgendeinen Payer, der darauf connected. Komm, einfach ein Collector. Oder, pardon, keinen Collector, sondern einen extra Payer. Der Collector ist gewesen. So haben wir wahrscheinlich um die 200x. Oder mehr. Ein Top-Bonus ist also noch drin. Mit dem Collector-Payer wäre es komplett vorbei gewesen. Und sonst... Das ist aber eh ein ganz solider Bonus, mindestens für Money Train. 1000x wäre wahrscheinlich das Ziel. Dann hätte ich meine Einzahlungen mal zurück. Unmöglich wär's. Komm, einen Collect. Bitte. Naja, und dann haben wir eine Sniper. Die sollt den Payer treffen, das wäre halt am wichtigsten. Statt irgendwelche Multis. Schade. Ah, mit 4x oder so wäre das halt pro Spin viel mehr und sonst ist es wahrscheinlich ein Break-Even. Und dann werde ich es nach dem Bonus belassen. Ich habe da ja schon mal 35. Ich habe um die 50 aufgeladen. Und alles, was drüber hinaus rausspringt, ist Profit. Und 1000x sind's. Selbst wenn nichts mehr kommt. Ja. Damit lassen wir es dann aber doch. Schau, ich nehme die 1000x, die ich da geholt habe, gerne mit. Ich gehe dank der 1000x
auch mit keinem Verlust raus. Und das ist für ein solches Video ja super, da man beim Money Train und den 1000 Euro Spins jetzt nicht viel erwarten konnte. Damit bin ich aber zufrieden. Wobei ich mit einem Necromancer oder einem Collect halt noch so viel mehr gewinnen hätte können. Theoretisch gesehen geht ja unlimitiert viel. Ich meine 150.000 X. Von denen müssen wir nicht sprechen. Ich gebe mich nämlich auch mit dem zufrieden, was ich habe. Macht's es also gut. Wir hören uns die Tage. Cheers.